Wir sind jetzt hier in der Lobby und zwar ist, ich bin jetzt gerade online gekommen, es ist auch gerade noch niemand online, klarerweise, aber wir schauen uns in den Shop, denn es ist CypherBK heute in den Shop gekommen. Ich bekomme hier einfach für einen Skin, ein Backling, eine Spitzhacke und ein Emote um 2000 V-Bucks. Also das ist schon krass. Wir schauen uns jetzt hier den Skin mal an. Also die erste Variante, muss ich sagen, ist wirklich nothing special. Also finde ich jetzt nichts Besonderes. Aber Leute, wenn man sich jetzt diese ganzen Bonusziele anschaut, dann ist das schon sehr, sehr heftig. Also du kannst einmal den Skin einstellen. Dann kannst du hier gestärkt Reaktivität, also dass es immer so switcht, also dass es immer aktiver wird. Dann das hier, Reaktivität aus und zweiter Stil. Oder du hast immer die ganze Reaktivität an. Ich würde wahrscheinlich hauptsächlich den Stil spielen, wo ich dann halt schaue, bis der ganze Skin full mit Reaktivität ist. Finde ich sehr, sehr ein cooler Skin. Vor allem in dieser Variante. Dann kommen wir auch schon zu dem Backbling. Denn das Backbling ist rot. Wenn ich diesen roten Skin hier spiele und das Backbling, was ist eigentlich, wenn ich das so mache? Ach so, das geht mit und ohne Maske, okay. Und so? Genau. Okay. Also ich schätze jetzt mal, dass das Backbling so sein wird, wenn der Skin rot ist und so. Ah, okay, das ist reaktiv und das ist nicht reaktiv. Okay, interessant. Dann die Pickaxe, die hat auch eine Reaktivität. Finde ich auch sehr cool, hat auch zwei Stile. Reaktivität an, Reaktivität aus. Wir werden uns das Ganze auch noch im Spiel anschauen. Und hier das Emote. Das ist echt sehr cool. Wird sich natürlich geholt, aber vorher schauen wir noch, ob wir, genau, Ferius YT ist noch im Shop eingetragen. Mein Creator, den ich unterstütze, falls es euch interessiert. Ja. Momentan habe ich ja noch keinen eigenen Creator Code. Wird sich natürlich geholt. So. Erstmal das einfordern, damit die Tabs dann auch alle stimmen. Was haben wir hier noch im Shop? Also, es gibt jetzt so ein Paket mit den zwei Taxifahrer-Skins. Haben aber keine zweite Stile. Finde ich ein bisschen schwach. Aber der Skin hat auch einen zweiten Stil. Okay, doch nicht. Ich dachte, der hat einen zweiten. Dann Zuri ist wieder zurück. Ist ein ganz nicer Skin. Axel ist auch wieder back, aber jetzt auch schon so oft im Shop, dass man den sich gar nicht mehr anschauen muss. Auch so Skins, die oft zurückkommen. Dann Fußwahnsinn. Finde ich jetzt nicht so. Keine Ahnung, was das ist, Leute. Ist ein bisschen cool, die Animation am Schluss. Aber Leute, wir werden uns jetzt auf jeden Fall eine Skin-Kombi erstellen. Das Starter-Pack wird nächsten Dienstag in den Shop kommen. Heute haben wir jetzt bei mir Freitag. Ja, gestärkt Reaktivität an, auf jeden Fall. Dann das Backbling-Reaktivität an. Die Spitzhacke-Reaktivität an. Okay, so. Kleider hat der keinen dabei. Aber den hier vielleicht? Das könnte mit diesem Wieland so passen, irgendwie. Ich glaube, ich nehme, wir nehmen den mal. Ja, wir nehmen den mal. Dann selbstverständlich auch noch Lackierung. Ist bei dem Pack auch nicht dabei, aber Lackierung, da gibt es eine eigene. Für CypherBK, wo ist die jetzt? Hier. Ganz genau. Und dann auch bei den Emotes schauen, dass alles passt.
Aber das Neue. Also sieht hier reaktiv wirklich sehr cool aus. So, dann nehmen wir noch das. Kronen. Ich habe jetzt 3 Kronen-Wins. Falls euch interessiert. Letzte Season hatte ich 33. Das heißt Johto 33, Leute. Passt irgendwie nicht. Den fühle ich. So. My money don't jiggle jiggle, it falls. I like to see you wiggle wiggle for sure. Und dem Emote habe ich jetzt Skin mehr. Den habe ich jetzt so oft gehört. Den gebe ich noch rein. So, Symbol bleibt gleich, Farbe eine andere. So. Ja, Leute, dann würde ich sagen, wir gehen ins Spiel rein und sehen uns gleich schon wieder in der Runde. So. Hier nochmal eine Angel bekommen. Also hier noch ein bisschen fischen. Warte, wollen wir ein bisschen mit unseren Muskeln noch flexen hier? Bam, und hier sagt so. Ich glaube, der war ein bisschen böse auf uns. Oha, jetzt hier einfach noch. Knaftigen Loot bekommen. Warte, 40, 60, 80 HP geben 3 Fische. 40, 80, 120 HP, das glaube ich. Also nehmen wir lieber Mednebel und die Slurper sogar natürlich, Leute, nicht zu vergessen. Ganz, ganz wichtig. So, aber mich wundert es, dass das Backlink keine Reaktivität bekommen hat. Oder kommt das vielleicht noch? Muss man irgendwas dafür machen, dass das Backlink reaktiv wird? Ah, ich glaube, man muss einfach nur 3 Kills machen und ich habe noch keine 3 Kills. Ah, ich glaube, wir nehmen uns lieber Shockwaves mit, Leute. Wenn wir gleich im Late Game sind. Jo, okay. Brauchen wir Güter gerade alles noch. Ich sag schon wieder 80, Digga. 120 Blue HP. Aber jetzt müssen wir in die Zone. Oh mein Gott, ich bin lost. Oh mein Gott, wie wir das gerade verpackt haben. Und den Slapschuss auch. Okay. Kann man machen, Leute. Wie weit ist... Oh mein Gott, die Zone liegt ja komplett. Können wir hoffen, dass jetzt irgendein Fahrzeug ist. Ne. Scheiße. Egal. Wir haben ja eh Slap. Ah, Wolfie.
Warte doch auf mich. Mann. Mann. Wölfe mögen mich nicht. Da geht dicker Fight ab, da müssen wir nicht unbedingt hingehen. Oha, wir haben ihn gekillt, let's go. Er wollte uns abfangen und ist dann einfach an Fallschaden gestorben. Lol. Okay, gut, dass wir ihm so viel Damage gemacht haben. Gut, gut, gut. Oh Leute, ich habe gerade einen halben Herzinfarkt bekommen, dass das jetzt keine Aufnahme wird. Oh mein Gott, Digga. Okay, die Gegner mögen mich nicht. Ich check schon. Wir versuchen uns hier diesen Chrome Wolf zu holen, aber nicht dabei gesnackt zu werden. Wenn er uns jetzt hier sniped, dann echt Hacker. Dann echt Hacker. Aber tut er eh nicht. So, also es gibt jetzt anscheinend auch Chrome Wölfe, wenn man sie damit abspritzt, oder ich weiß jetzt nicht ganz genau, was man da machen muss, damit die jetzt Chrome werden, aber auf jeden Fall, ja. Ihr seht, es gibt Chrome-Wölfe. Finde ich sehr, sehr cool. Und da geht uns einer mies auf die Nerven. Die Frage ist, von wo mies? Oh, der ist auch krass unterwegs, gell? Wir müssen hier ein bisschen schauen, dass wir ein bisschen high bekommen. Und jetzt in dem ganzen Fight. Also das wollte ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ja, okay, Digga. Okay. Okay, ich werde von allen Seiten... Ich muss hier irgendwie rauskommen. Haben wir. Let's go, wichtig. Und richtig. Aber die Gegner sind schon anders gemein. Wolfi. Komm noch her. So, wir werden jetzt mit unserem Wolf in die nächste Zone galoppieren. In der Hoffnung. Schon wieder halben Herzinfarkt, Leute. In der Hoffnung, dass wir noch Win holen. So, wir werden jetzt noch schauen, wie die Leute auf unseren Skin reagieren.